Hallo und herzlich willkommen im Wald. Also das ist jetzt nur ein kleines Dankeschön-Video, weil ich ja jetzt 106, glaube ich, aktueller Stand Abonnenten habe. Da wollte ich mich einfach nur bedanken. Also ich mache jetzt kein großartiges Special. Hatte ich überlegt, ob ich da irgendwie was unglaublich Tolles mir einfallen lassen soll, aber irgendwie ist mir nichts unglaublich Tolles eingefallen. Daher sage ich einfach nur Danke. Das natürlich ein bisschen ausführlicher als jetzt nur mit Danke. Aber trotzdem, danke. Ja, also ich freue mich wirklich sehr über 106 Abonnenten. Bin jetzt ungefähr ein halbes Jahr auf YouTube vertreten, wobei man sagen muss, dass ich die ersten 2-3 Monate nur ein einziges Video hatte. Danach war da nämlich viel zu tun, um mit dem Studium dann fertig zu werden. Und ja, nachdem ich das jetzt bin, habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Und seit Weihnachten gibt es die Dinger ja einigermaßen regelmäßig. Und deshalb finde ich eigentlich schon, dass das ganz cool ist, dass ich jetzt schon 106 Abonnenten habe, zumal ich ja außerdem relativ YouTube-untypischen Content mache und alles bis ins 75. Detail erkläre und eben nicht nur ganz einfach so, dass es jeder versteht, sondern so, dass es wissenschaftlich halbwegs korrekt ist. Und ja, dass das tatsächlich dann doch 106 Leute scheinbar gerne angucken, freut mich sehr. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hoffentlich keine Abonnenten habe, die nur wegen meinem einen ollen, also meinen zwei ollen Messervideos mich abonniert haben. In diesem Fall tut es mir sehr leid, weil Messervideos sind definitiv kein Schwerpunkt meines Kanals, sondern tatsächlich mehr so Waldinfos und bisschen Touren und hin und wieder nur mal so ein bisschen Ausrüstung. Jawohl, ja. Also wenn ich keine Zeit habe, dann kommt zwischendurch halt eben mal ein bisschen Ausrüstung. Bis ich all meine Ausrüstung durch vorgestellt habe, dann habe ich keine mehr, dann geht das nicht mehr. Ja, also vielen lieben Dank fürs Abonnieren soweit, beziehungsweise die zukünftigen Abonnenten, sofern es da noch welche gibt, bedanke ich mich dann jetzt auch schon mal fürs Abonnieren. Und also das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Sollten es dann irgendwann mal 200 Abonnenten sein, dann mache ich auch ein richtiges 200 Abonnenten-Spezial mit irgendeinem tollen Quiz, wo man dann vielleicht auch eventuell irgendwas gewinnen kann. Wenn nicht, dann Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre ist doch auch schön. Und ja, lass mir dann auf jeden Fall was Besseres einfallen als einfach nur Dankeschön. Aber nein, ich freue mich wirklich tierisch, dass das Ganze einigermaßen läuft mit meinem Kanal. Ja... Ich habe da ja schon fast so eine kleine Wette am Laufen scheinbar, inwiefern ich jetzt bis Ende des Jahres schon 1000 Abonnenten haben werde. Ich wage es ja zu bezweifeln. Ja, das ist so eine Sache. Ich habe eigentlich versucht, ja wirklich ohne irgendwelche Erwartungen an diese YouTube-Geschichte ranzugehen und mir einfach über jeden Zuschauer zu freuen, der sich da irgendwas anguckt, was ich da produziert habe. Das ist so ein bisschen blöd. Wenn es dann einigermaßen gut läuft, fängt man dann doch irgendwie an, dann Erwartungen plötzlich zu bekommen und will dann mehr Abonnenten und mehr Zuschauer und... das ist so ein bisschen gar nicht so einfach. Aber ich versuche mich auf jeden Fall weiter auf dem Level zu halten, wo ich mich einfach über jeden freue, der mich da irgendwie abonniert. Ich bin ja auch mit der Wachstumsrate eigentlich ganz glücklich und zufrieden. Man muss ja immer noch bedenken, ich mache ja wirklich ganz speziellen Content. Also das ist ja wirklich nicht was für jedermann. Und von daher bin ich doch eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Und versuche zufrieden zu bleiben. Und ja... Nur noch ein drittes Mal, also vielen lieben Dank, dass ihr mich da so schön unterstützt. Auch die vielen lieben Kommentare, insbesondere irgendwelches Lob, das ich gut erklären kann und Ähnliches. Das freut mich natürlich besonders, weil das ist ja auch so irgendwo Bestandteil meines Berufs, dass ich da irgendwie den Wald erklären können sollte, habe ich immerhin lange genug studiert. Und wenn das auch noch auf einem Niveau ist, dass es ein das Nichtstudierter einigermaßen versteht, obwohl ich das eben dann doch recht detailreich erkläre und auch mit wissenschaftlichen Fachbegriffen hier und da, dann freut mich das wirklich enormst. Und es ist für mich einfach auch eine super tolle Übung, auch zu üben, eben mit dem meinem Wissen umzugehen, was ich jetzt im Schädel drin habe. Und ja. Auch immer schön ist es, wenn man dann irgendwelche spontanen Videos macht, wie jetzt zum Beispiel diese Sache mit dem Moor und diese Buchenwald-Geschichte. Ich verlinke es euch mal. Das ist auch immer ganz interessant, wenn du einfach sagst, du gehst jetzt in den Wald, stellst dich dahin und erzählst irgendwas Wesentliches zur Funktionsweise der Natur.
und das eben aus dem Stegreif. Das ist für mich einfach eine schöne Möglichkeit, um zu reflektieren, ob ich in meinem Studium denn überhaupt was gelernt habe. Weil das ist ja immer so eine Sache mit dem Bachelor-Master-System jetzt. Man lernt halt immer auf die Prüfung, schaufelt sich das ganze Wissen kurz vor der Prüfung ins Hirn, spuckt es dann in der Prüfung quasi wieder aufs Blatt und kann es in dem Moment auch schon wieder vergessen, weil man es nicht mehr braucht. Also zumindest nicht für sein Studium. Und sofern es sich um irgendwelches Faktenwissen handelt, ist es ja auch oft so, dass man das tatsächlich auch im Beruf wahrscheinlich nicht mehr brauchen wird. Das Doofe ist nur, dass durch dieses Bulimie-Lernen, rein und wieder rausspucken, halt dann auch teilweise Sachen verloren gehen, die man dann halt irgendwann doch nochmal braucht. Und gut, vielleicht muss man jetzt wirklich nicht alles auswendig wissen, sondern mehr so wissen, wo es steht und wo man es nachlesen kann. Aber die Zusammenhänge sind halt eben wichtig, weil die findet auch Wikipedia nicht, die kann man auch nicht googeln. Also und gerade diese Zusammenhänge sind eben in der ökologischen Forschung und im Verständnis von einem komplexen System wie dem Wald extrem wichtig. Und da freut es mich einfach, wenn ich merke, dass ich das einigermaßen zumindest so weit erklären kann, ohne groß vorher noch irgendwas durchlesen zu müssen, dass ich dann der Meinung bin, dass ich meinen akademischen Grad einigermaßen zurecht besitze. Jo, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber das war zu erwarten, wenn ich jetzt einfach mal drauf losquatsche und mache jetzt aber wirklich Schluss, damit das mal ein einigermaßen kurzes Video bleibt. Vielen lieben Dank euch fürs Abonnieren nochmal. Würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Und wenn ich irgendwann mal irgendwas mache, was euch nicht gefällt, dann schreibt mir doch einfach einen schönen Kommentar, in dem drin steht, oh, jetzt baust du aber Kacke, mach das lieber anders. Dann freue ich mich erst recht, weil konstruktive Kritik ist mir so die liebste Kritik. Zumal ich bisher ja noch gar keine nicht konstruktive Kritik bekommen habe. Mein Kanal ist ja fast 100% haterfrei bisher. Yay! Ja, naja gut, ich bin ja auch noch klein. Also wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Gut, also, dann macht's gut und siehe anderes Video, in dem ich mir dann erkläre, dass ich mich jetzt demnächst mal kurz in Schottland rumtreibe und wünsche ich euch frohe Ostern. Macht's gut. Ciao.